So, meine lieben Freunde, das ist Geschehen YouTube. Herzlich willkommen. Wir sind heute mal wieder zurück zu Monster Hunter World. Wer das Spiel haben will, ja, Link ist in der Videobeschreibung. Wir sind schon ein bisschen weiter. Ich habe offline ein bisschen gespielt, um da mal ein bisschen reinzukommen in das Game. Ich habe mir jetzt eine neue Rüstung geholt, hab Doppeldolche und mein kleiner Gizmo ist, von Grund auf neu eingekleidet. Wir haben die nächste Mission. Wir müssen mal mit der Expeditionsleiterin reden. Wow, Partner, glaubst du das? Endlich passiert es. Wir haben ihn über das Meer verfolgt. Er hat uns unser Schiff zerstört. Wir haben die ganze neue Welt nach einen Spuren abgesucht. Und jetzt wird unsere seltsame Beziehung zum Sora Magaros einen neuen Höhepunkt erreichen. Wir werden ihn fangen. Sprich mir nach. Einen Drachenältesten fangen. Ich sag dir was. Als mein Großvater an Bord des Schiffes ging und mit der ersten herkam, meinte er, es sei bereit, eine Mission hier in der neuen Welt abzuschließen oder bei dem Versuch sein Leben zu lassen. Er hatte einen Saphirstern gefunden, dem er folgt. Wie in der Geschichte. Ich frage mich immer, was bei der Überfahrt dachte. Und der Zora Magdaros, meinst du, dass das alte Magmahirn überhaupt weiß, warum es hier ist? Oder es ist einfach ein Instinkt. Sorry, da bin ich wohl etwas abgeschweift, ha? Hey, mir ist gerade eingefallen, du hast mir immer noch nicht erzählt, warum du in der neuen Welt gekommen bist. Du bist bestimmt auf der Flucht. Auf der Flucht vor einer tödlichen Gruppe von Maliks Auftragsmördern. Ist doch so, oder? Na, wie dem auch sei. Die Abwehr der Basis ist solide. Jetzt müssen wir nur diesen Einsatz abschließen. Bist du bereit? Ja, wir haben nämlich eine neue Quest. Wir müssen nämlich diesen Feuertypen da fangen. Den wir ja auch schon hatten in dem ersten Part. Ne, da haben wir ja dieses riesige Feuerding aus dem Wasser kommen sehen. Wir haben ein paar neue Rezepte, das heißt, wir essen erstmal was, weil da kriegen wir mehr HP und sowas. Boah, das sieht so geil aus, ne? So, und jetzt haben wir nämlich auch wieder mehr Abwehr und so weiter und so fort. Dann gehen wir mal zu der Mission. Gucken wir mal, was wir da machen müssen. Hilf ihm! Beweg dich! An die Arbeit! Läuft alles? Wir mussten improvisieren. Aber das ist ein Ja. Ha, da müssen Sie das Flammensiegel fragen. Hier geht's voran. Boss! Kommandant! Was ist? Gegen morgen sind wir fertig. Versprochen. Ich verlasse mich drauf. Wenn es soweit ist, weißt du, was zu tun ist. Der Einsatz beginnt bei Tagesanbruch. Da liegt ein langer Tag vor uns, was, alter Mann? Wir müssen es schaffen, bevor die Sonne weg ist. Auf eure Posten! Jetzt! Puh.
Du heiliger Bimbam. Das ist aber riesig, das Ding. Nutzt die Kanonen und Ballisten. Mach die Bestie mürbe. Okay, wir haben 50 Minuten Zeit. Zieh dich ins Lager zurück. Los, los. Halte nicht zurück. Kann man die auch irgendwie steuern oder sowas? Nachladen. Wie lädt man das Ding nach? Ah, hier. Okay, wir müssen erstmal gucken, wo man da schießt. Ah. Sorry. Ja, dann geh doch nicht im Weg, Mann. Kann man hier auch die Kanonenkugel nehmen? Weil dann schieße ich nochmal mit der Kanone. Gibt es hier auch irgendwo Schwachstellen? Nee, der macht einen Schaden. Da macht er 20 Damage. Du heiliger Strohsack. Ah, okay. Alter, guck dir das Riesenvieh an. Halt nach, Gizmo. Ich muss auch eine Kugel holen. Jetzt geht Digga schwer. So. Feuer mal ab hier. Hier, die Ballisten sind echt stärker. Ich meine, die Kanonendinger. Ich wollte mal gegen seine Hand da schlagen. Das mache ich auch gleich mal. So. Sei vorsichtig! Gott, ist der groß, Alter. Ah, hier können wir uns zurückziehen, okay. Hopp, 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 hopp. Nachladen das Teil. Der Gizmo hilft auch mit. Er hilft auch mit. Das ist abgebrochen bei dem. Gebrochenes Teil. Plus 20. Ah, da vorne am Bauch. Das ist weiß. Das bedeutet immer... Was ist denn mit dir nicht richtig, Kollege? Heiliger Bimbam. Bewegung! Was ist das denn hier für ein Vieh?
Können wir das Ding auf? Ja. Zeit, die Bestie zu bändigen. Binder fertig machen. Klettere hoch. Die Binder sind oben auf der Barriere. Okay. Schieße sie mit der Balliste, wenn du soweit bist. Oh ja, der hat ordentlich Schläge gekriegt, das Vieh. Dann wollen wir da mal hoch. So, wo sind denn die Binder? Da. Du heiliger Strohsack. Wir haben die Binder geschossen. Gibt's nichts mehr? Ah, wir halten ihn gerade, ne? Ja. Zum Glück sind hier die Dinger ziemlich nah dran, ne? Wir haben auch noch ein paar andere Leute, die da mitmachen. Locke heißt der Typ hier. Mal rein mit dem Käse. Ja, nice. Immer rauf da. Schieß doch nicht weg, Kollege. Da passen noch 5 Stück rein. Greif an, um den Zuramadrus zu schwächen. Greif an. Okay. Hui. Greif mal hier hinten mit an. Er macht schon ordentlich Damage, ne? 150. Du kannst jetzt wieder essen. Okay. Hier haben wir nichts mehr. Ist hier noch auf der anderen Seite irgendwo was? Es ist immer noch nicht geschwächt genug, um eingefangen werden zu können, Sir. Guck mal, da ändert sich die Farbe. Das bedeutet dann immer... Oh, das hat Damage gemacht, Kollege. Mal voll gegen den Bart ballern da. Kein Ballistenmunition mehr. Was ist das hier eigentlich? Fängt er hier an zu schreien. Da hat's wehgetan. Kanonenkugeln sind leer. Ah, hier ist wieder. Da haben wir ihn. Jetzt brauchen wir neue Munition. Wir gehen hier unten mal hin. Mal, wir haben ja noch Ballistenmunition. Das Vieh hier nervt.
Tesora Magdaros ist durchgebrochen. Jäger nutzt die Mermos und geht dann in die Aufsteigenphase des Einsatzes über. Bewegung, Jäger! Zur Flugstation! Wo ist die Ändere den Mistkerl jetzt! Jetzt kommt's drauf an, Wagner! Du schaffst das! Zur Flugstation? Wo geht's denn hier zur Flugstation? Los, los! Da.